Der steirische Bildungslandesrat Werner Amon möchte ein generelles Handyverbot an Schulen prüfen lassen. Wie das die Leute finden, wir haben uns umgehört. Na, davon halte ich wenig. Ich persönlich glaube, dass es sogar wichtig ist, dass man ein Handy einsetzt in der Schule. Ist immer die Frage, sind die Lehrkräfte so ausgebildet, dass sie mit so einem Gerät umgehen können? An sich finde ich es eigentlich gut, weil ich glaube schon, dass es viele Schüler beeinträchtigt im Unterricht, weil sie schon sehr abgelenkt vom Handy sind eigentlich. Also ich finde es eigentlich schon gut, wenn es da eine klare Regelung gibt, weil die Aufmerksamkeit geht schon von sehr vielen Schülern weg mit dem Handy. Ja, also ich finde es sinnvoll. Also ich habe selber in der Volksschule, Mittelschule und im Gymi mein Handy abgeben müssen. Im Gymi haben wir so ein Handy-Garage-Kit, wo wir immer abgeben müssen, bevor wir Unterricht, und in der Pause haben wir es dann wieder gekriegt und es ist eigentlich voll gut gegangen. Ich finde das sehr gut, weil ich habe selber zwei Kinder und die geben dem Ganzen viel zu viel Bedeutung. Abgeben ist eine gute Sache, weil es ist schon gut, dass die Kinder erreichbar sind, aber im Unterricht hat es einfach nichts verloren. Auch nicht in den Pausen. Die sollen sich unterhalten, die Kinder. Die sollen am Boden umeinander rutschen, wie wir es dann haben. Ja? So. Ja. Also ich glaube, man müsste dort ansetzen, dass man zeigt, wie kann man dieses Handy sehr gut einsetzen, um vielleicht ganz neue Art und Zugang zum Lernen zu gewinnen. Wie kann man es einsetzen, um später es auch im Beruf und seiner Arbeit einzusetzen.